Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag. Und es ist einmal mehr eine Sonderausgabe von Frag Fabian. Deshalb, weil ich auch in dieser Woche nicht alleine vor der Kamera stehe, sondern mir prominente Unterstützung an die Seite geholt habe. Den Vizepräsidenten unseres Landesparlaments, Alexander Holt. Aber deshalb, lieber Alex, ist er gar nicht da. Nicht als Vizepräsident, sondern als asylpolitischer Sprecher unserer Regierungsfraktion, weil es natürlich diese Woche wie auf und ab in allen Medien, auch in Frag Fabian, um das große Thema dieser Woche geht. Asylgipfel zwischen Bund und Ländern in Berlin und die Generaldebatte dazu im Bayerischen Landtag. Uns haben dazu eine ganze Reihe von Zuschriften erreicht. Ich greife stellvertretend die vom Tom heraus, der mir geschrieben hat aus Germering. Der Tom schreibt, die Lage ist ja schon wieder fast so chaotisch wie 2015. Habt ihr denn diesmal einen Plan? Wie bewertet ihr die Berliner Beschlüsse? Und was tut eigentlich Bayern? Alex, ein breites Feld zur Antwort aus berufenem Munde. Herzlich willkommen in Frag Fabian und Bühne frei. Ja, also ich sag mal, viel enttäuschender hätte eigentlich der Asylgipfel gestern in Berlin gar nicht ablaufen können. Die Länder und die Kommunen haben viel Geld gefordert. Ja, der Bund hat sich gewehrt. Am Ende hat man sich auf die Milliarde geeinigt, die sowieso die ganze Zeit im Raum stand. Aber man hat sich jetzt nur auf eine Lösung für 2023 verständigt. Man hat sich nicht darauf verständigt, dass es nicht nur um Pauschalzahlungen geht, sondern dass man vielleicht eine Lösung findet, dass die Länder und die Kommunen Geld abhängig davon bekommen, wie viele Flüchtlinge tatsächlich kommen. Nicht mal dazu hat man sich durchringen können. Bis November soll jetzt eine Kommission da etwas ausarbeiten. Es ist vorprogrammiert, dass man sich im November schon wieder streiten wird, und zwar einfach darum, wie es in 2024 weitergeht. Das Ganze hat man noch ein bisschen garniert mit einem sogenannten Flüchtlingsplan. 10 Punkte drin, und ganz ehrlich, alles, was da drin steht, haben wir schon so oft gelesen. Ich habe mir gerade mal mein eigenes Positionspapier vor der letzten Landtagswahl nochmal angeschaut. Da stand alles schon drin, wo es jetzt auch wieder hat, wir sollten, wir müssen, wir brauchen, und nichts von alledem wird angepackt. Es nützt ja nichts, wenn der Bund jedes Jahr nochmal eine Milliarde drauflegt. Wir müssen die Ursachen angehen. Ja? Und da ist klar das Erste, wir müssen natürlich auch die Fluchtursachen erstmal beseitigen, so gut es geht. Da müssen wir die Arbeit in den Entwicklungsländern forcieren. Wir müssen natürlich die Grenzen kontrollieren. Wir müssen schauen, dass wir die illegale Zuwanderung letzten Endes bremsen können. Und ganz wichtig natürlich, um die Belastung der Kommunen zu reduzieren, um die Belastung der Länder zu reduzieren, müssen wir die Asylverfahren dramatisch beschleunigen. Auch das sagt jeder seit vielen, vielen Jahren. Was wir jetzt da im Beschluss da oder in diesem Flüchtlingsplan sehen, das ist ja geradezu grotesk, beschämend. Man sagt, ja, wir beschleunigen jetzt die Asylverfahren, indem wir die E-Akte einführen. Das wird uns nicht wirklich weiterhelfen. Auch eine Obergrenze allein nützt uns ja nichts, wenn am Ende die Menschen einfach bei uns an der Grenze stehen, ja, oder sogar im Land sind. Nein, ich nehme ja da die Schweiz zum Vorbild. Da werden alle Asylverfahren aus Herkunftsländern, wo die Anerkennungsquote sehr gering ist, das sind immerhin 72% aller Asylverfahren, die werden innerhalb von 48 Stunden entschieden. Das sollten wir uns zur Aufgabe machen. Dazu muss der Bund die entsprechenden Gesetze machen, die Ressourcen bereitstellen. Und das entlastet natürlich, weil wir diese Menschen nicht in Ankerzentren unterbringen müssen, weil wir für diese Menschen nicht viele Jahre lang Unterkunft und Verpflegung letzten Endes sichern müssen. Nein, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jeder dort in der Schweiz bekommt vom ersten Moment an einen rechtlichen Beistand, der ihn sofort am Anfang des Verfahrens schon berät, ob er überhaupt Aussichten hat oder ob er besser umdreht und in seine Herkunftsland zurückgeht. Und das führt dazu, dass die in der Schweiz eine tatsächlich hohe Quote haben von Menschen, die sich auf den Rückweg machen. Also es gibt viele Dinge, die wir machen könnten. Wir könnten einfach auch eine Frist für die gerichtlichen Verfahren einführen. In Deutschland 87% aller abgelehnten Asylbescheide werden gerichtlich angefochten. In der Schweiz ist es knapp ein Drittel. Ja? Wenn wir diese Verfahren beschleunigen, können wir, glaube ich, ganz viel gewinnen. Und dann ist immer die Rede von der Rückführungsoffensive. Ja, darüber wird auch seit langer Zeit geredet.
jetzt sind da die Grünen plötzlich ganz stark. Die Grünen waren es ehrlich gesagt, die jahrelang, die bisher immer verhindert haben, dass wir zum Beispiel die Maghreb-Staaten, Tunesien, Algerien, Marokko zu sicheren Herkunftsländern erklärt haben. Ja. Jetzt wieder hohle Phrasen und letzten Endes leider nichts dahinter. Da gibt es aus meiner Sicht, aus unserer Freie Wählersicht, auch kreative Lösungen. Ja? Eine degressive Rückführungsprämie zum Beispiel. Ja? Wenn man den Menschen gleich sagt, je früher du in deinem Verfahren zurückkehrst in dein Herkunftsland, desto höher ist die Prämie, die wir dir geben, dass du wieder Fuß fassen kannst in deinem Herkunftsland. Das führt dazu, dass viele sich dazu entscheiden, ich klage mich nicht jahrelang durch, um dann am Ende doch zu unterliegen, sondern ich kehre zurück. Das entlastet die Kommunen, das entlastet das Land und das ist, glaube ich, das, was jetzt dringend nötig ist. Dann hast du noch gefragt, was macht denn eigentlich Bayern? Ich glaube, Bayern kann sich am wenigsten vorwerfen lassen. Also wir können uns sicherlich nicht vorwerfen lassen, dass wir bei der Rückführung nicht konsequent abschieben, so gut es eben rechtlich und tatsächlich möglich ist. Aber wir tun, glaube ich, auch wirklich am meisten, was Integration betrifft. Wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt innerhalb von Monaten 35.000 Kinder aus der Ukraine in unser Schulsystem integriert. Da ganz herzlichen Dank an die ganze Schulfamilie, an die Lehrkräfte, auch ans Kultusministerium, das da wirklich relativ geräuschlos die Voraussetzung innerhalb kürzester Zeit geschaffen hat. 35.000 ist ja schon einiges. Wir haben die geringste Quote an Arbeitslosen mit Migrationshintergrund. Wir haben die höchsten Quoten an Ausbildung mit Menschen mit Migration. Und wir haben, wir Freien Wähler, das können wir uns, glaube ich, schon auch auf die Fahne schreiben, wir haben es durchaus geschafft, dass auch der Innenminister da auf uns hört und nachgegeben hat, dass inzwischen die 3+2-Regelung offensiv angewendet wird, dass vor allem jetzt auch das Chancenaufenthaltsrecht offensiv angewendet wird. Also Menschen, die einfach mal hier sind, die geduldet sind, wo eh klar ist, dass die eigentlich gar keine Möglichkeit haben, ins Heimatland zurückzukehren, dass wir die möglichst schnell integrieren, dass die Sprache lernen, dass die arbeiten, weil wir die tatsächlich auch brauchen können. Stichwort Chancenaufenthaltsrecht ist genannt, Alex, das vielleicht als Rückfrage, weil es uns häufig jetzt auch in den Zuschriften als Frage erreicht hat. Es gibt ja den einen oder anderen, der die Menschen gerade glauben macht, das Thema Fachkräftemangel auf der einen Seite wäre lösbar durch das Asylthema auf der anderen Seite. Man hält da so ein bisschen wie die Karotte, so war es, glaube ich, deine Formulierung in der Generaldebatte, die deutsche Staatsbürgerschaft hin in der Hoffnung, dann möglicherweise Fachkräfte anzulocken. Aus deiner Sicht sinnvoll, diese Vermischung von Asylrecht und Zuwanderungsrecht? Also interessanterweise auch in der heutigen Debatte immer wieder in einen Topf geworfen worden. Nein, das sind zwei Dinge. Menschen, die hierher kommen, weil sie Asyl begehren, sind nicht automatisch diejenigen, die uns auch helfen, unseren Fachkräften- und Arbeitskräftemangel zu beheben. Es gibt natürlich schon eine Verknüpfung insofern, ich habe es gerade schon geschildert, Menschen, die über längere Zeit hier sind. Ja, wir haben zum Beispiel viele Menschen aus Afghanistan, die sind seit 2015 hier, die sind inzwischen 8 Jahre hier. Das sind viele, die haben intensive Integrationsleistung gezeigt, die können gut Deutsch, die wollen gerade in Pflegeberufen ähnlich eine Ausbildung machen. Da wären wir ja bescheuert, ehrlich gesagt, wenn wir die zwangsweise abschieben und dann gleichzeitig in Indien und anderen Ländern wieder Menschen anwerben, die erstmal Deutsch lernen müssen, von denen wir nicht wirklich wissen, ob sie motiviert sind. Also da gibt es schon so einen Berührungspunkt. Aber generell müssen wir sagen, Fachkräfteeinwanderung, Arbeitskräfteeinwanderung ist nicht das gleiche Thema wie Asylrecht. Jetzt hast du nicht das Thema Einbürgerung angesprochen. Also das ist so ein Ampel-Irrglaube. Man könnte durch den deutschen Pass Menschen dazu bringen, sich zu integrieren. Ja, so ich habe gesagt, das ist so wie wenn man glaubt, man hält dem Esel eine Karotte vor, dann wird er schon loslaufen. Die Menschen laufen nicht los, weil man ihnen die Karotte deutsche Staatsbürgerschaft hinhält. Integration ist eine ganz klare Treppe. Ich fange unten an, ich finde mich zurecht, ich fange an, mich zu integrieren, ich gehe vielleicht in den Sportverein, ich gehe in die Schule, ich lerne Deutsch, ich mache Ausbildung, ich gehe irgendwann in den Verein, engagiere mich vielleicht sogar ehrenamtlich und identifiziere mich irgendwann mit meiner neuen Heimat. Und dann obendrauf als Sahnehäubchen die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber man darf bitte nicht glauben, dass Menschen, nur weil sie einen deutschen Pass bekommen, plötzlich zu guten Staatsbürgern werden und sich integrieren werden. Das ist ein Irrglaube. Und wenn ich dann noch sehe, dass im Gesetzentwurf der Ampel bei Menschen, die 40 Jahre hier sind, auf einen Sprachtest verzichtet werden soll, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer 40 Jahre in Deutschland ist und noch nicht Deutsch kann,
der soll, wenn er sich nicht zu Schulden kommen lässt, gerne hier bleiben. Aber der muss nicht Deutscher werden. Wer Deutscher werden will, der sollte Deutsch sprechen. Vielleicht noch besser, wenn er Bayerisch sprechen kann. Aber wenigstens sollte er ordentlich Deutsch sprechen können und sich mit unserer Heimat identifizieren. Dann können wir ihn wirklich gut hier brauchen. Also auch da, Alex, vielen Dank dafür. Eine klare Aussage unserer Regierungsfraktion. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist nicht die Karotte zum Anlocken potenzieller Fachkräfte, ich glaube, so kann man sagen, sondern ist die letzte, nicht die erste Stufe, sondern die letzte Stufe von erfolgreicher Integration. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil die Medienberichterstattung zum gestrigen Gipfel in Berlin dominiert hat und auch viele unserer Zuhörer beschäftigt hat. Diese Fragestellung Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen. Sinnvoll, nicht sinnvoll, was ist die bayerische Position dazu? Das ist grundsätzlich sinnvoll, nur das ist so ein Thema, das wird auch seit Jahrzehnten fast gewälzt. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass eigentlich die Kreativität da größer ist, neue Namen dafür zu finden, als tatsächlich etwas anzupacken. Wenn jetzt plötzlich die Ampelregierung das will, die lange immer gesagt hat, um Gottes Willen, ja, da sind die Menschenrechte, werden mit Füßen getreten. Wenn sie das wollen, dann sollen sie es anpacken. Das wird an uns ganz sicher nicht scheitern, weil es natürlich ein guter Weg wäre. Ich glaube nur nicht dran, weil kaum ist gestern dieses Papier spätabends veröffentlicht worden, haben schon die ersten Grünen gesagt, nur über unsere Leiche. Also da ist der nächste Streit in dieser chaotischen Ampel vorprogrammiert. Ja, Alex, dann erweitere ich deinen Dank an die Schulfamilie, an die Ehrenamtlichen, die geholfen haben und noch immer helfen, dankenswerterweise in der Flüchtlingskrise, auf den Dank an dich, nicht nur fürs Dasein heute und für Stellung nehmen in Frag Fabian, sondern insbesondere für den intensiven Einsatz für eine gute, eine stringente, aber am Ende des Tages auch pragmatische, mit gesundem Menschenverstand geführte bayerische Asylpolitik. Ich glaube, man kann schon sagen, und das ist dein Verdienst als jemand, der sich dafür ganz intensiv für unsere Fraktion einsetzt, dass wir da ein gutes Stück weit eine Justierung vorgenommen haben seit unserer Regierungsbeteiligung, die neu ist, die nicht irgendwie eine linke Schlagseite ganz und gar nicht hätte, die aber auch nicht nach rechts abdriftet, die in der gesunden politischen Mitte zu Hause ist. Und deshalb, Tom, kann man auch auf deine Frage zusammenfassen. Klare Ideen, klare Vorschläge aus Bayern, wie Alexander Holz sie gerade skizziert hat, aber leider einmal mehr nicht zufriedenstellende Beschlüsse aus Berlin. Viel Palaver, viel Diskussionen über Geld, das nur gelöst war ein Jahr, aber ganz, ganz wenig konkrete Maßnahmen jenseits von rhetorischen Bekenntnissen. Und deshalb sagen wir einmal mehr aus Bayern, Ärmel aufkrempeln und die Dinge endlich in die Hand nehmen. Ins Handeln kommen unsere Landkreise, unsere Bürgermeister. Wir merken das als Kommunal- und Bürgermeisterpartei. Die machen uns da zu Recht Druck und die brauchen Lösungen und nicht kluge Bekenntnisse an grünen Berliner Tischen, so wie sie gestern jetzt einmal mehr ausgesendet worden sind. In diesem Sinne, Tom, so viel zu deiner Frage. Alex, danke fürs Dasein. Ich denke, das Thema wird uns noch häufiger beschäftigen. Würde mich wundern, wenn du dazu zum letzten Mal Gast in Frag Fabian wärst. Und für euch geht das Gleiche wie jede Woche. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet die unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn ich mich mit welchem Fachpolitiker auch immer an meiner Seite wieder aus dem Bayerischen Landtag melde und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.